Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade Warband mit dem Mod Chancellor's Caradia Version 2 und der Staffel 3. In der letzten Folge haben wir einige Rekruten ausgebildet, beziehungsweise erstmal rangekarrt, wir müssen sie noch ausbilden. Noch haben wir ja glücklicherweise Truth mit den Saraniden, mit den Rodox, okay, den Rodox. Ach ja, mit den Rodox wollen wir so schnell wie möglich gucken, dass wir da von der Truth wieder auf was Besseres kommen. Aber wir müssen halt gucken, dass wir jetzt die Vaegirs auf der langen Kette halten, damit die uns nicht attackieren. Wir sind schon fast so groß wie Svadien. Fast so groß wie die Sarani. Warum ist Svadien so klein geworden? Ich will eigentlich gar nicht gucken, aber ich gucke jetzt einfach mal. Wow. Dirhim Praven wurde von den... Oh. Die Rodder kamen aber ganz schön aufgeräumt. Also, Sunu und Uxkal und zwei kleine Bürglein da unten. Gehören noch zum Svadischen Imperium. Ich meine, selbst die, ja okay, die Vaegi haben auch stark einstecken müssen. Aber am stärksten, finde ich, haben halt unsere Freunde die Saraniden eingesteckt, weil die halt auch, wobei, doch, nee, eigentlich haben, ja, die Svadier haben schon heftiger eingesteckt. Weil die Svadier eigentlich waren schon mal größer. Naja, wo bin ich gerade, was machen wir gerade? Stimmt, wir wollten ja rekrutieren gehen, ausbilden gehen. Willkommen zurück. Ja, die Mühlenia-Chat ist vollendet. Hallo, Constable. Ich möchte einen Botschafter zu den Rodox entsenden. Schicke Jeremus, dann schickst du noch mal jemand an die Nords mit einem Gift hier und dann schickst du einen zu den Kergiten mit dem und dann schickst du noch einen an die Svadia. Perfekt. Es wird zwar immer teurer, aber was soll's. Wenn noch haben wir Frieden mit allen, das heißt, noch können wir es uns leisten, ein bisschen rumzuschlawinern. Wachmann oder karadischer Rekrut? Karadischer Rekrut. Ein Nordhuskarl, einige Nords werden aufgerüstet, Waffenknechte, perfekt. Willkommen zurück. Okay, Amarad ist reich. Okay. Unser Waffenstillstand mit den Vaegir. Ah. Sehr schön. Wir haben einen Defensivpakt mit den Rodox. Sehr nice. Sehr nice. Artimena nach ganz oben. Jeremus nach höher als die Artimena. Dann bilden wir weiter unsere Soldaten hoch. Und dann gucken wir mal, wer der Erste ist, der uns auf die Füße treten will. Und dann voll auf die Fräse kassiert. So, wir bilden ihn wahrscheinlich dann zum
Footman aus. Ach ja, wir müssen ja mal nach Maviti. Komm zurück, Bro. So, verwalten. Okay, wir haben noch einen Tag. Dann müssen wir mal zum anderen. Miajijat. Miajijat, wie auch immer man das ausspricht. Da errichten wir eine Schule. So, Veteranen, Krieger, Fußsoldaten, Waffenknechte, Bogenschützen-Veteranen und so weiter und so fort. Bundo kommt nach ganz oben. Jetzt fehlt ja bloß noch Marnet. Bin mal gespannt, wie lange wir Ruhe haben werden, bis die uns in den Krieg zerren. Verlängere ich die Schenke. Da ist allein, da ist Lösegeldvermittler. Lösegeldvermittler, gehabt euch wohl. Gut. Visit your mill. Muss auch mal sein, weil so viel mein Inventar hergibt, unser Brot. Es neigt sich zwar noch nicht dem Ende zu, aber. Was wir haben, haben wir. Ich meine, hallo, wenn wir eh schon Verluste damit machen. Dann machen wir wenigstens Verluste in meinem Inventar damit. Gut. Du kannst jetzt erstmal alles verkaufen. Ich komme wieder, wenn ich was brauche. Daran hätte ich auch denken müssen. Verdammt. Ich. Gut, wir gehen nach Maviti. Und errichten einen Wachturm. Das Herrenhaus, das bringt eigentlich nur, dass wir halt in den Dörfern rasten können, wie in Stadttavernen oder in Burgen. Zu halbem Sold natürlich. Und halt besser und schneller ausgeruht sind, als wenn wir auf freiem Feld campieren. Swadin und Mords haben Krieg. So, in welcher Stadt? Ich glaube, in Aab hatten wir es, glaube ich, schon. Ja, guck, da können wir hier einige Zeit hier warten. Geht zum Dorfzentrum. Dorfältester. Ja, komm, machen wir mal so eine Mission. Bildet die Bauern aus. Bildet sie aus. Kann man ja mal machen, solange wir im Frieden sind. Okay, jetzt komme ich aber gespannt, wie viele wollen sie denn? Fünf Bauern. Heilige Mutter, hey. Ich muss fünf Bauern bewusstlos prügeln. Bildet die Bauern aus, bildet sie aus. Zwei von denen. Kommt schon, ihr Noobs. Ihr Noobs, ihr Noobs, ihr Noobs. Bildet die Bauern aus. Bildet sie aus. Wieder nur einer. Bildet die Bauern aus. Bildet sie aus. Beginnet den Übungskampf, das ist jetzt zum Glück der letzte Kampf.
So, machen uns zum Kampf bereit, denn jetzt kommen Räuber. Au! Bauern wandelt Bandit. Diese ätzenden Waldbanditen immer. Was ist überhaupt wagt, eure Waffen gegen die Ritter des Badischen Reiches zu erheben, ihr Idioten. Die sollen ihr Zeug gefälligst behalten, oh. Schön, haben wir uns beliebt gemacht. Lustig ist ja, wir haben ja gar keinen Waffenstillstand mehr. Das heißt, wir haben jetzt erstmal noch ein bisschen Ruhe, da die Serenin offenbar nicht damit nicht erpicht sind, uns anzugreifen. So wie es aussieht. Wenn mich nicht alles täuscht. Gut, die Rodok und wir haben einen schönen Defensivpakt, was auch nicht schlecht ist. Kann man ja mal machen. Aber ich glaube, die Saraniden haben mit den Kergiten und den Nord schon genug Stress, deswegen wollen sie nicht auch noch uns anpinkeln. Die Rodoks haben eigentlich gar keinen Stress mit uns, die sind uns sehr freundlich gesinnt. Die Nords haben Stress mit Svadil und Vaegir, deswegen greifen die uns nicht an. Die Kergeten haben die Saraniden und die Vaegir, deswegen nerven die uns nicht. Und Svadil hat nur die Nordmänner. Und die Vaegir halt, ja, Kergeten und Nordmänner. Aber es wird noch lustig. Ein Bojar Rudin. Welcher Emir hat denn am wenigsten... Boah, Lackem. Ich glaube... Ja. Die Emire haben irgendwie einen Hass auf Sultan Hakim. Was auch immer passiert ist. Sie mögen ihn nicht wirklich. Während wir alle jetzt überprüfen können, die wenigsten haben unter 40. Remalt hat 77, Bulbar hat 50. Oha, selbst Marajir hat 100. Logason. Mehr. Turja 97. Eden 49. Also die Nords haben einen sehr starken Zusammenhalt. Während die Saraniden halt sehr bröckeln. Durch das die Saraniden halt so bröckeln, sind sie halt als Einheit nicht sehr stark. Komm, wir cruisen mal ins saranidische Gebiet und gucken mal, ob wir vielleicht einen der Emire dazu überreden können, sich uns anzuschließen. Guck mal, wer ist denn gerade in Durkuba? Keiner. Wer wohnt denn gerade auf Yamedi? Urkais. Halt. Wir gucken immer erstmal Urkreis.
30 zu. Boah, minus 34. Okay, schade. Mutige, du Arsch, hast mir also den Zutritt zu deiner Burg verwehrt. Das merke ich mir. Das werde ich mir merken. Okay. Wir wollen aber trotzdem mal unseren eigenen Lord. Und ich möchte jetzt ungern irgendwie einen meiner super Gefährten dafür einsetzen, weil halt. Oh. Hallo? Hallo, ihr Kegiten. How are you? Ist da auch Sanja kein dabei? Oh, Sanja! Wie geht es euch? Sieht man das eigentlich, wenn ich jetzt von der Burg aus gucke? Wahrscheinlich nicht. Man sieht wahrscheinlich nicht, dass draußen eine Riesenarmee Kegiten wartet, zu belagern, anzugreifen. Nee, natürlich nicht. Na gut, wir hauen ab, bevor hier noch was passiert. Ich will da nicht mit involviert werden. Also mein Geld liegt auf den Kegiten. Ja, was ist da los? Oh, Kurkais. Kurkais, komm her, komm her. Yes! Haha! Wir haben den ersten eigenen Lord. Schon gut, ich werde mich empfehlen. Ja, Kurkai. Warum Jarl? Ich will nicht, dass der Jarl heißt. Aber ich werde ihm jetzt gleich mal eine Länderei zukommen lassen, damit der auch glücklich ist und sich uns anschließen kann. Aber vorher werde ich die Nase putzen. So. Wir rushen jetzt zurück nach Barrier.
Lady Terra. So, dann würde ich gerne mal. Ja, dann würde ich erstmal sagen, war's das für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und bis dahin. Auf